Liebe Spirits, hier ist Corinna White Feather für Heart Remembrance Februar 2021. Darf ich euch bitten, uns die Nachrichten, Botschaften durchkommen zu lassen, damit wir kraftvoll, leicht und in unserer Stärke durch den Monat navigieren können, vor allem auch in Licht und Liebe. Ich bin Erzengel Gabriel und ich möchte euch tiefst, zutiefst ans Herz legen. Konzentriert euch einzig und alleine auf euer Sein, auf euer Licht. Ich möchte es sogar so ausdrücken. Kultiviert das Licht in euch. Lernt euer Licht kennen. Und lernt auch, damit zu wirken. Es gibt genug Menschen, die euch unterstützen können, euer Licht zu erkennen, zu sehen und es in die Welt zu tragen. Es ist mir so wichtig, euch nahezulegen, euer Herz, eure Liebe und euer Licht ausweiten zu lassen. Es ist wichtiger denn je. Natürlich gilt dies nicht nur für Februar. Die, die dies hören, sollen bitte tiefer und tiefer in diese Essenz eintauchen, lernen, üben. Seid diszipliniert damit. Zu schnell seid ihr wieder abgelenkt und denkt, ja, jetzt ist ja alles vorbei. Nein. Bleibt dabei. Ja, und mehr werden wir auch die Botschaften der Kristalle euch näher bringen. Aber bitte nicht zu viel auf einmal. Kultiviert jetzt einfach eure Liebe und euer Licht. Bleibt dran. Bleibt dran. Wasser, Wasser, viel Wasser. Reitet die Welle. Bleibt im Vertrauen. Je nachdem, was da außen geschieht, außerhalb von eurer Physis, mögt ihr Ängste bekommen, mag es euch unwohl sein. Bleibt im Vertrauen, kultiviert es, genauso wie das Licht und die Liebe. Zurück zum Licht. Das Licht zu kultivieren hat eine viel größere Bedeutung, als was ihr als erstes gerade mal so denkt. Es wirkt für euch selbst, für euer Umfeld, für euren Planeten, aber weit über den Planeten hinaus. Es braucht im Moment ganz viele Seelen, Wesen, wie du es nennst, White Feather, ganz viele Wesen, die das Licht kultivieren, damit der Planet leuchtet. Weil dieses Leuchtende eures Planeten hilft euch in diesem Paradigmenwechsel, in dieser Transformation, schützt euch aber auch gleichzeitig. Manchmal, wenn ihr mit eurem Licht arbeitet, dann bitte gebt auch Goldstaub da hinein.
Es ist wichtig, geschätzte Wesen, dass ihr dies kultiviert täglich, wenn ihr könnt. Oder über die Stable Health Meditationen, die euch gegeben sind. Bleibt dran, jeden Morgen 5 Minuten und vor dem Schlafengehen. Bleibt bitte dran und erinnert euch während des Tages. Wir unterstützen euch, das sei euch gewiss. Bleibt im Vertrauen, bleibt im Vertrauen. Lady Portia möchte noch sprechen. Ich verabschiede mich. Danke, geschätzte Wesen. Ich bin Lady Portia. Danke, dass ich zu euch sprechen darf. Ich bin da. Ich bin an eurer Seite. Noch einmal möchte ich euch ans Herz legen. Verändert euch. Macht eure Schritte und nehmt Hilfe, Unterstützung, Begleitung in Anspruch. Wenn dein Portemonnaie klein ist, dann sprich mit den Menschen, von denen du Unterstützung, Begleitung annehmen möchtest. Die Wahren, die werden dir gerne entgegenkommen, mit dir wirken, dich begleiten, noch so gerne. Ich bin Lady Portia und ich bin dafür da, euch über diese vielen Schwellen zu helfen. Ich habe Begleitende, die mich unterstützen. Sichtbare und unsichtbare für euch. Aber immer mehr werdet auch ihr sie nicht nur fühlen, sondern auch sehen. Viele der mich Unterstützenden sind kristallin oder tragen viel Kristallines in sich. Ja, die Kristalle, sie werden wichtiger und wichtiger. Die Botschaften werden zu euch kommen. Viele Schwellen liegen vor euch. Aber wenn ihr Schritt für Schritt geht und Schritt für Schritt bereit seid, Veränderungen vorzunehmen, dann wird es recht leicht gehen. Wie Erzengel Gabriel schon gesagt hat, es braucht Disziplin, ein Dranbleiben. Wir wollen, dass ihr Disziplin als positiv sehen könnt, fühlen könnt. Es ist bei euch so schwer besetzt. Aber es heißt einfach dran zu bleiben. Es ist ja für euch selbst. Es ist für eure Leichtigkeit, für euer leichtes, wahres Sein. Denn kann es denn Wahrheit sein, in einer solchen Schwere zu sein? Zu existieren? Leichtigkeit ist die Wahrheit. Leichtigkeit. Ich liebe euch und ich liebe es, euch zu begleiten. Wir sind da für euch. Bleibt dran. Geht eure Wege. Es ist wichtig,
nutzt die ruhigere Zeit, um genau das zu tun, was ihr jetzt gehört habt. Nutzt sie. In meinen Worten liegt mehr, als du als erstes gerade so denkst. Bleib dran, hör's wieder und wieder. Wir lieben dich, wir lieben euch. Bleibt dran. Ich verabschiede mich und danke dir, dass du bist, wer du bist. In Liebe, Lady Portia. Erzengel Samuel ist da. Ja, ich bin da. Tanzt. Immer diese Schwere, immer dieses Dranbleiben, diese Disziplin. Ja, ja, sie soll leichter werden. Sie soll die Leichtigkeit sein, die Freude, in den Tanz zu gehen, die Freude, dich selbst zu sein. Tanze mit mir, ich fordere dich auf. Spürst du meine Hand, sie, die deine, verlangt mit mir zu tanzen? Ich bitte dich zum Tanz, komm. Welches Lied magst du am besten? Lege es ein und tanze mit mir. Ich bin da, jederzeit. Und dann manifestierst du die Leichtigkeit und die Freude. Und dann weißt du auch, wie das Leben eigentlich wirklich ist. Ach, ich liebe dich. Ich liebe euch. Ich liebe es, mit euch zu tanzen. Und wenn wir da so tanzen, dann stellen wir uns doch vor, dass wir ganz viele sind. Ach, wie wunderbar. Ich verabschiede mich. Du hast mich schon verstanden. Tschüss. Gibt es sonst noch jemand, der oder die geistige Welt, die zu uns sprechen möchte? Ihr habt alles gehört. Es ist kraftvoll genug. Wir wünschen euch alles Gute, Leichtigkeit, Liebe und Licht. Bleibt dran, ihr Lieben, bleibt dran. Danke von Herzen für diese Durchsagen. Ich bin sehr berührt und sehr freudig. Danke, danke. Aloha.